Jetzt mal ganz ehrlich. Haben Sie sich nicht letztens bei der Online-Go-To-Tumor-Konferenz Ihrer Klinik gefragt, ob der radiologische Kollege da im Homeoffice wirklich studiert hat? Und hat der überhaupt eine Hose an? Doch Rettung naht. Bringen wir Ordnung in unsere neuronalen Chaostage. Hier ist Wohlenbergs heile Welt. Hohes Gericht. Angeklagt ist Maike S. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Kassel lautet Mord in 5 Fällen. Ja, Maike S. soll als angebliche Ärztin im Krankenhaus zum Heiligen Geist in der wegen seiner totalen Bedeutungslosigkeit international bekannten Stadt Fritzlar Menschen vor, während und nach Operationen narkotisiert haben. Zwischen 2015 und 2018 ist es im Heiligen Geist so zu 16 Behandlungsfehlern gekommen. Sagen wir mal so, wenn einer was nicht kann, dann sollte das in den ersten Wochen der Anstellung doch auffallen, gerade im Krankenhaus. Wenn die Anästhesistin die tracheale Intubation mit einer Darmspiegelung verwechselt, da könnte der Operateur misstrauisch werden. Okay, wenigstens die Instrumentierschwester. Immerhin hatte Maike S. zwar nicht Medizin studiert, aber doch an zahlreichen Fortbildungskursen der Ärztekammer Hessen teilgenommen. Dazu nutzte Maike S. verschiedenste YouTube-Kanäle, um ihr Wissen ständig zu verbessern. Des Weiteren erwarb sie unter größten Anstrengungen einen Doktortitel an der Brixton Church and University, Miami, Florida, für 35 Euro. Aufgefallen war der Ärztekammer Hessen, dass etwas an der Approbationsurkunde nicht stimmt, und zwar im Jahr 2015. Hier einmal beispielhaft meine Approbationsurkunde. Wahrscheinlich wird Ihnen die Fälschung nicht auf den ersten Blick auffallen. Falls Sie unsicher sind, links ist das Original und rechts die Fälschung. Glücklicherweise hat sich Maike es ja dann 2019 selbst angezeigt. Und damit kommen wir zu den Zahlen. Maike S. hat 600 Operationen als Anästhesistin begleitet. 600 Operationen, bevor der erste Behandlungsfehler auffiel. 16 Behandlungsfehler in 3 Jahren. Ich kenne Kollegen, die haben eine deutlich schlechtere Quote. Der Vorgesetzte von Maike S. schrieb in einem Zeugnis, sie überdenkt die Arbeit, führt sie selbstständig aus, selbstkritisch gewissenhaft und darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Maike S. muss also eine lange Zeit auch einiges gut gemacht haben. Und das als Quereinsteigerin ohne Studium. Tja, das könnte etwas aussagen. Zum Beispiel über die Notwendigkeit eines komplett verkopften Medizinstudiums. Aber natürlich auch über die hohe Qualität der Fortbildungen der Ärztekammer Hessen. Ich kenne Ärzte, die haben bei ihrer Bewerbung noch nie ein wichtiges Dokument im Original vorlegen müssen. Ein bisschen Ärztesprech hat noch immer überzeugt. Der legendäre Postbote Gerd Postel, der 17 Jahre lang als Dr. Clemens Bartholdy ärztlich tätig war, sagte einmal, wer die Dialektik beherrscht und die psychiatrische Sprache, der kann grenzenlos jeden Schwachsinn formulieren und ihn dann in das Gewand des Akademischen stecken. Und so zeigt sich bei der Evaluation iatrogener Non-Performance in der etiologischen Abklärung eben exemplarisch eine kryptogene Genese. Oder so ähnlich. So. Ja.